wir sind alle Realitätenmacher, ob wir uns dessen nun bewusst sind oder nicht. Wir erschaffen unsere Realität eben nach unseren Vorstellungen. Aus meiner Wahrnehmung ist es so, dass ich das Ganze als eine Verführung sehe. Ja, nicht nur eine Manipulation, die auch bewusst gelenkt wird, um Meinung zu machen. Und so schärfen wir und erschaffen die Realitäten, die uns andere vorlegen. Ein Geist manifestiert Dinge, so ist das Universum entstanden, so ist die Welt entstanden, über den Geist. Und so sind wir auch Schöpfer nach wie vor. Wir sind Riesen, denen man eingeredet hat, dass sie Zwerge sind. Genau in dieser Phase, wo ich diesen unfassbaren Schmerz durch diesen radikalen Verlust auch, dass ich noch nicht mal meine Tochter sehen konnte und überhaupt ohne Besitz war, ohne irgendetwas, nur das, was ich am Körper trug, hat mir natürlich dann sehr, sehr viel, also nicht nur Kummer, sondern extremsten Schmerz zubereitet. Und in diesem Höchstmaß an Schmerz, an Trauer, erkannte ich auf einmal, dass das eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Lektion in meinem Leben, bisherigen Leben war. Dass niemand Schmerz will, das ist völlig unstrittig, völlig klar. Aber etwas nicht zu wollen, einfach mal, funktioniert nicht. Aus nichts lässt sich nichts herleiten. Unser Geist erschafft, ob wir noch von überzeugt sind, ob wir es glauben, wissen oder nicht, wir erschaffen. Und da ist es doch besonders wichtig, dass wir uns darüber im Klaren sind, was wir erschaffen wollen. Was ist das Erwachen an sich? Was wir wissen aus der Ideenlehre, aus der Ebene, die wir von der spirituellen, geistigen Ebene runterholen, quasi von unserem höheren Selbst herunterholen, ist, dass wir dann sozusagen das leben, was wir wirklich im Wesenskern sind. Benimmt euch wie Riesen, denn ihr seid Riesen. Macht von eurer Option Gebrauch, Dinge zu erschaffen, die aus dem Herzen entsprungen sind.